Als Abschluss möchte ich noch ein paar Sachen im Holder Manager zeigen, um die Session oder die 10.000 Hände zu analysieren. Und ja, einfach Sachen, die ich nicht als Screenshots jetzt in der Zusammenfassung einmal drin kann. Man fängt an mit dem Multitable Report. Da kann man schauen, mit wie viel Tisch fühlt man sich am wohlsten. Ist jetzt mal sortiert nach ein Tisch, zwei Tisch, nein, nach Big Blind pro 100 Hände. Ein Tisch am meisten. Gut, dann nur 100 Hände gespielt. Dann mit zwei Tisch müsste man eigentlich sagen, okay, ist klar, umso mehr Tisch, umso mehr verliert man den Fokus. Aber ich muss sagen, sechs Tisch ist für mich, so wie es da jetzt aussieht und auch von meinem Gefühl her, das Beste. Ich fühle mich dann sehr wohl, bin sehr fokussiert und tue mich selber nicht mehr ablenken. Wenn ich eins, zwei Tisch spiele, bin ich auch sehr fokussiert, weil ich dann viel intensiver den Spieler spielen, Situationen ausnutzen, mir die richtigen Spots aussuchen. Bei vier Tisch gehe ich so in Modus, so ein Zwischenmodus, schon recht robotermäßig am Spielen, aber gleich ein bisschen gelangweilt, dass dann plötzlich YouTube oder Facebook oder Skype oder was auch immer ein neues Spiel kommt und man aufs Handy schauen. Und dann plötzlich schaut man wieder auf den Bildschirm, man sieht, oh, man hat Asse, man schafft es nicht mehr zu raisen, man kann nur noch callen. Und so weiter, also was da alles kann passieren. Also für mich definitiv jetzt im Hold'em mit 6 ist das, wo ich mich am wohlsten fühle. Das zweite, Anzahl Spieler, also wie viel Geld habe ich verdient, wenn ich gegen wie viele Spieler gespielt habe. Man sieht da 2, 4, 5, 6, es fehlt da das 3. Also wenn ich Heads-up gespielt habe, habe ich 20% vom Geld verdient, das vierte 17%, das fünfte am meisten. Das 5. und 6. habe ich am meisten Hände, aber das 3. fehlt, weil das 3. dort habe ich Geld verloren. Und wenn man das mal anders anschaut, also sieht man einerseits mal, eben, dass ich das 3. Geld verloren habe, 15 BBs pro 100 Hände. An das 3. habe ich nicht so viel Hände gespielt, natürlich. Ist klar, ich fühle mich nicht so wohl. Die Frage ist da gewesen, was mache ich falsch? Und wenn ich da mal VPIP und Preflop Raise anschauen, dann sieht man, dass ich Heads-up viel mehr raisen als das Dritte. Das ist sicher ein Punkt, der wahrscheinlich dazu führt, dass ich das Dritte Geld verliere. Und wahrscheinlich tue ich auch viel zu wenig 3-Betten das Dritte. Dann das Thema Position. Wir haben jetzt hier Small Blind, Big Blind, Early, Middle Position, Cut-off, Button. Und man sieht dort die Anzahl Hand, die ich gespielt habe. Wenn man es grafisch darstellt, sieht man es noch ein bisschen besser. Aus dem Small Blind und Big Blind natürlich, einmal ist man einfach dabei, es checkt all, also man spielt da halt mehr Hand. Wenn einer min-raised, bleibt man dabei mit viel größerer Range, als wenn einer richtig raised. Aber man sieht da, Early Position habe ich deutlich am wenigsten Hand gespielt, Middle Position zweitwenigsten und Cut-off und Button habe ich am meisten Hand gespielt. Und wenn man dann schaut, wo habe ich am meisten gewonnen, dann klar, ich habe dort die meisten Hand gespielt, aber natürlich auch aufgrund von der Position überdurchschnittlich viel dann gewonnen und eigentlich nur aus dem Big Blind Geld verloren. Was man unter Umständen können verhindern könnte, wenn man nur ein oder zwei Tisch spielt und wirklich jeden Angriff dann versucht, irgendwie abzublocken. Aber da bin ich eigentlich recht zufrieden jetzt, wie das bei der Position aussieht. Noch das Letzte, bevor wir noch ein paar Hände anschauen. Ich habe auf zwei Seiten gespielt, auf Full Tilt und beim iPoker Network. Mir hat jetzt jemand gesagt, ja, 25-50 bei Stars sind auch super, vor allem Zoom, also einer, wo ich jetzt am Coachen bin momentan. Und so wie es aussieht, ist es wirklich so. Wenn ich seine Charts, die er mir einmal schickt, anschaue. Aber ich habe jetzt auf diesen zwei Seiten gespielt. Und jetzt muss man meinen, okay, klar, auf die bessere Seite ist iPoker, weil ich da mehr gewonnen habe. Und das ist ja auch so. Aber das Erstaunliche ist, ich habe deutlich weniger Hände gespielt. Also ich habe auf iPoker fast 20 Big Blinds pro 100 Hände. Und bei Full Tilt immer noch einen guten Wert, 7,3, aber nowhere near bei iPoker. Der Grund, warum er Full Tilt ist, weil bei iPoker unter Umständen einfach zu wenig Tisch laufen oder
Tisch einfach zu wenig gut sind, wenn es dann mal laufen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass bei Full Tilt sehr oft der Fisch sein Geld verliert und dann den Tisch verlässt. Und ich habe ja viel Shallow Tables gespielt, also wo man mit 40 Big Blinds kann einsteigen maximal. Und jetzt gibt es bei Full Tilt recht oft, habe ich jetzt herausgefunden, dass die Leute kommen, das Geld verlieren, vielleicht auch nur einen halben Stack, also $10 jetzt in dem Fall, und dann gehen. Und bei iPoker, dort füllt der Fisch öfters wieder auf. Ich weiß nicht, was es liegt, vielleicht weil es auch eine Gambling-Seite ist, wo man kann Roulette und Blackjack und Slots und so spielen. Das ist einfach etwas, was mir aufgefallen ist. Und es hat auch mehr Fische, also es gibt es öfters, dass man zwei oder drei Fische am Tisch hat. Das sieht man auch an den Zahlen, die ich da habe. Also Isolations-3-Bets kommen öfters vor. Spielt ein bisschen mehr Hand, weil weniger graced wird, weil das Game einfach weniger aggressiv ist. Ich bin selber der, der aggressiver ist, etc. Gut, schauen wir noch zwei, drei Hände durch. Die haben dann verloren, die anderen habe ich gewonnen. Da habe ich Aces im Small Blind, Button Folded, ich raise, komme einen Call über von einem Regular, wo eigentlich normale Zahlen hat, ein bisschen der 3-Bet-Percentage sticht ein bisschen raus. Und der Flop kommt 10-7-3, eigentlich gut für mich. Ich mache einen Conti-Bet, der Call. Jetzt kommt das 5. Complete ein paar Draws. 7-5 suited, 10-7 suited, hat schon zwei Paar gehabt. Also ich spiele wieder an und komme jetzt ein Min-Raise über. Und die meisten Leute und ich in dieser Situation sehen, dachte ich, ja gut, jetzt haue ich es einfach mal rein. Aber ein Min-Raise auf dem Turn, meiner Erfahrung nach, ist praktisch immer ein Monster, praktisch nie ein Bluff. Also entweder ein Set oder jetzt da zwei Paar oder eine Straße. Also eigentlich weiss ich oder spüre, meine Asse sind da nicht mehr gut, aber ich kann es einfach nicht folden, was eigentlich schlecht ist, weil der Spieler ist Postflop so tight, so vorsichtig, dass eigentlich klar ist, dass ich da mit einem Paar einfach nicht mehr gut bin. Und ich bin sogar drawing dead, ich schaue mir da not straight an. Obwohl ich eigentlich gewusst habe, dass ich nicht gut bin. Also, etwas, was ich immer wieder sage, wenn ich jemanden coache, hey, wenn auf dem Turn ein Min-Raise kommt oder ein Jack-Raise kommt, dann bist du sicher nicht mehr gut mit einem Paar. Und ja, sollte vielleicht selber auf mich hören ab und zu. Dann ja, das Bub. Ups, jetzt geht es so ein bisschen schnell. So. Dann ja, das Bub. Der Button raised. Und ein extrem tighter Spieler. Ich kann erst 18 haben, aber gleich 11-6 ist schon ein ziemlicher Indikator. Called. Ich squeeze da. Es dunkelt mir eigentlich ein guter Spot, weil beide relativ tight sind und alles foldet, wo ich dominiere. Und ich komme dann da aber ein Call über. Und jetzt in dieser Situation ist es eigentlich klar, dass er entweder ein besseres Ass als ich hat oder ein paar 9er, 10er aufwärts hat. Jetzt kommt der Flop, Ass hoch, er checkt. Und jetzt mache ich eigentlich einen Fehler. Ich bette einen halben Pot. Ich kann eigentlich immer noch folden, wenn er jetzt reinschiebt. Und er eben min-raised wieder. Habe ich vorhin schon mal drüber geredet, oder? Eigentlich müsste ich jetzt folden, aber ich kann es natürlich wieder nicht lassen. Aber den Fehler mache ich eigentlich da. So ein tighter Spieler, unabhängig von wie viel, dass man auf dem Flop bettet, wenn er kein Ass hat, foldet er, wenn ich $3 bette. Und wenn ich $3 bette, dann komme ich noch viel eher raus und fühle mich viel weniger am Pot gebunden, als wenn ich da halbe Pot bette. Also das ist eigentlich mein erster Fehler. Weil wenn ich da Aces habe, dann bette ich, kann ich auch $3 betten, oder? Also es kann auch stark aussehen. Und wenn er nichts hat, foldet er. Solche Spieler machen keine Plays. Aggression Factor ist 2. Also,
Erster Fehler und zweiter Fehler, ich stelle es dann da rein. Also, ob ich Karl oder reinspiele, kommt ich dann auch nicht mehr drauf an. Zum Ass König anschauen. Also, auch die Hand finde ich schlecht gespielt von mir. 10-6 Suited im Big Blind. Nochmal eine Hand, die ich schlecht gespielt finde von mir. Kommt ein Min-Raise von einem relativ losen Spieler. Und das ist eigentlich der einzige Fehler, den ich in dieser Hand mache, nachher spielt es sich von alleine. Aber so ein Spieler, der nur 33% von seinen Händen foldet, wenn er 3 bettet wird, ist die Hand einfach viel zu schlecht, um das zu machen. Ich kann viel zu wenig Top-Pair treffen. Es gibt viele Flops, wo ich eigentlich fast nicht mehr weiterspielen kann, weil der Typ Spieler dann einfach nicht mehr wegschmeißt, wenn er mal getroffen hat. Also der 3-Bet da ist extrem schlecht. Ich kann da callen und schauen, wie sich die Hand entwickelt. Aber 3-Betten ist definitiv gegen den jetzt nicht das Richtige. Und jetzt floppt mir natürlich die Flasche an, committe mich selber und er zahlt mich ein paar 6. Aber das zeigt jetzt einfach wieder mal, so spielen kann man nach dem Flop einfach nicht ausspielen und da fehlt eine wichtige Waffe. Um mit sonnigen Händen die 3 zu betten gegen Leute, die vor dem Flop nicht foldet und nach dem Flop sowieso nicht mehr foldet. Das ist einfach die falsche Hand, um das mit dem Spieler zu machen. Da habe ich Kings. Das ist auch ein gutes Beispiel, wie der Holder Manager einem kann helfen kann. Ich limpe da Kings nur und der Grund ist folgender, und zwar die beiden Blinds. Vor allem der Small Blind raised 30% von seinen Händen. Also ist sehr ein aggressiver Spieler. Und die Chancen sind relativ gut, dass er raised. Der Donilov zahlt dann praktisch alles. Also es ist dann schon ein bisschen Geld im Pot. Und die Spielertypen sind ja nicht die, die wegschmeißen. Jetzt zu meiner Überraschung raised jetzt der Button. Eigentlich ein guter Regular von der Zahl her. Er ist im Minus. Der Danilov geht, wie zu erwarten war, wie Pepi 56, nur 17 Hände. Und ich re-raise da. Und meine Range zum da re-raisen ist extrem stark gegen den Spieler. Weil der raised nur 25% von seinen Buttons. Also macht das nicht einfach mit Schrott. Und wenn er ein bisschen schaut, wie viele Hände er von mir hat. Er hat von mir über 200 Hände, er kennt meine Zahlen. Dann müsste er sich eigentlich auch überlegen, okay, mit was macht er das? Das ist aber das, was ich auch geschrieben habe, dass die Regulars einfach noch recht schlecht sind, obwohl es Regulars sind. Und er hat es dann da rein mit Jacks und er hat mit Jacks einfach im allerbesten Fall einen Coinflip gegen mich. Er könnte zum Beispiel, wenn er sich sagt, okay, ich gehe broke mit dieser Hand, gegen Ass König, dann wäre es cleverer, jetzt meiner Meinung nach, wenn er da nur callt, wenn er mir Ass König gibt oder ein besseres Paar als er hat. Ein schlechtes Paar habe ich da nie. Und wenn er kein Ass und kein König kommt, dann geht es halt rein und er verliert es gleich. Aber er bringt sein Geld gegen meine Range einfach mit der besseren Nutz rein. Gut, noch eine letzte Hand, auch sehr eine interessante Hand, vor allem auch wieder vom Holder Manager her, von den Informationen her, die wir haben. Und zwar, da sind wir jetzt 100 BBs deep und dann aggressive Regular Race da den Button, das ist noch Standard. Ich 3 bette da, was auch Standard ist, und jetzt 4 bette bei mir. Und wenn ich jetzt ein bisschen tiefere Zahlen reingehe, dann sehe ich, dass er grundsätzlich 12,5% 3 bettet. Gegen mich, ups, da, gegen mich 33% von den Fällen. Also er spielt gegen mich deutlich aggressiver als gegen die anderen, weil ich tendenziell halt mehr folde. Steals, also wenn ich versuche zu stealen, ups, Re-Steals gegen Hero in 40% von den Fällen. Man könnte auch mal in die 4-Bet-Statistik hineingehen. Also wenn ich 3 bette, dann tut er in 25% von den Fällen callt er den 3 Bet, in 50% von den Fällen foldet er und in 25% von den Fällen raised er den 3 Bet.
Und wenn er in 25% von der, also wenn 25% von raised, dann ist das relativ eine weite Range. Also da ist jedes Bärli drin, da sind aber auch viele Asse drin, Ass 10 zum Beispiel oder so Sachen. Also wenn wir 25% von der Hand jetzt mal anschauen, muss das schnell übernehmen. Dann ist da relativ so, dann ist da relativ viel drin bei 25%, wo ich schlage. Und wenn wir dann schauen, wie spielt sich Ass König gegen, da unten habe ich 33%, also sehe ich 3-Bet-Range, 25%, dann spielt sich Ass König gegen die Range einfach sehr gut. Und das ist jetzt eine von den Situationen, wo ich Ass König Preflop reinstelle, einfach im Wissen, dass ich habe Fold Equity unter Umständen, wenn es wirklich mit der Ramsch macht. Und ich komme Calls über von Händen, wo ich sicher dominiere. Was jetzt da der Fall ist, er hat Ass Dame dann. Gut, hoffe, es ist eine interessante Challenge gewesen. Mir hat es Spaß gemacht, auch wieder mal viel Hold'em zu spielen. Es ist auch ein gutes Gefühl. Ich habe momentan nicht so wahnsinnig gut performt jetzt in den letzten Monaten, wo ich das Spiel versucht habe zu lernen, und mache vielleicht dann mal in tieferen Limits eine Omaha-Challenge. Mal schauen, wie ich mich dort schlage. Ja, wünsche euch allen eine gute Hand, gute Online-Sessions, gute Live-Sessions und bis bald. Bye bye.